Ich finde, dass man da einfach an die Menschlichkeit ein bisschen appellieren muss, nicht alles mit Strafen und Regularien, sondern einfach wie normale Menschen miteinander umgehen. Da gehören mal Emotionen dazu, das ist in jeder Beziehung. Ich bin seit 12 Jahren mit meiner Frau zusammen und auch da gab es mal den einen oder anderen Streit und dann rafft man sich wieder zusammen und das Leben geht danach normal weiter. Ich glaube, es gehört zum Leben dazu. Markus Weiß hat vorhin das schöne Wort Streitkultur gesagt. So ist in der Liga auch. Warum muss ich da so viel regulieren? Ich glaube aber, dass ein Schiedsrichter viel, viel schneller die gelbe Karte zeigen wird, als er dich früh auf die Tribüne geschickt hat. Und das ist dann irgendwann nicht im Sinne der Sache, dass ein Trainer jedes vierte Spiel auf der Tribüne ist, nur weil er mal Emotionen zeigt. Es muss immer im vernünftigen Rahmen sein. Und ich wage auch zu behaupten, dass es bei mir immer im vernünftigen Rahmen war. Ich habe noch nie irgendjemanden beleidigt und ich war auch noch nie auf der Tribüne, sondern es war dann schon immer ein Rahmen, wo ich sage, ja, es waren Emotionen dabei, die man sicherlich hin und wieder mal überdenken kann und sagen kann, bleib lieber bei dir, aber es ist nicht immer so einfach. Aber wenn man diese Kultur des Streits auch pflegt und sich danach dann die Hand gibt und in die Augen schauen kann, dann glaube ich, kriegt man viele Dinge im Sinne des Menschen einfach so hin, ohne dass man alles regulieren muss. Ja, und wenn man einfach sich normal verhält, sowohl Schiedsrichter wie auch Trainer und Spieler, wo Emotionen dazugehören, im normalen Leben wie auf Fußballplatz, dann ist das, glaube ich, kein großes Problem, auch ohne gelben und roten Karten.